Moin und herzlich willkommen beim Forschungsprojekt Vormoderne Fernhandelsstraßen und regionale Wegenetze oder kurz Viabundus. Wer reist nicht gern mit dem Finger auf der Landkarte? Als internationales Team aus HistorikerInnen, ArchäologInnen und GIS-ExpertInnen wollen wir dies für das Nordeuropa zur Zeit der Hanse um 1500 ermöglichen. Dafür erstellen wir ein Analysetool, das aus zwei Komponenten besteht: einer wissenschaftlich fundierten digitalen Karte der Hauptverkehrswege der Zeit sowie einer Datenbank mit den Orten, die für den damaligen Verkehr wichtig waren. Ziel des Projekts ist die Digitalisierung von mittelalterlichen Fernhandelsstraßen in Europa. Diese Fernhandelsrouten ergeben sich aus der Auswertung von Zollregistern, Jahrmärkten, Reiseberichten, historischen Karten oder Streitigkeiten zwischen Handelspartnern und geben uns eine Grundlage an potenziellen Routenverläufen der Vormoderne. Um die Straßenverläufe zu zeichnen, nutzen wir das Geoinformationssystem QGIS. Die entsprechenden Verläufe speichern wir als Shape-Dateien. Anhand historischer Karten können wir frühere Straßenverläufe nachvollziehen und diese mithilfe von QGIS für unsere digitale Karte aufbereiten. Unsere Karte bietet zudem weitere Möglichkeiten. Beispielsweise lässt sich die mittelalterliche Route von Hamburg nach Lübeck rekonstruieren. Die Route wird nun grün dargestellt. Märkte, Zollstätten, aber auch Stapelplätze, die jedem mittelalterlichen Kaufmann auf der Strecke begegneten, werden nun angezeigt. Mithilfe der einstellbaren Kriterien können sowohl Land- als auch Wasserwege oder das entsprechende Jahr ausgewählt werden. Das Ergebnis des Navigationssystems kann sich der User als CSV-Datei oder im GeoJSON-Format herunterladen. Doch wo kommen die Daten her? Die Grundlage für die Informationseingabe bilden vor allem der Atlas und Textband zu den hansischen Handelsstraßen von Broms und Vetscherka. Weitere Ortsnamenbücher, digital und analog, vervollständigen Lücken und erweitern das Kartennetz. Die Datenbank setzt sich aus Ortsknoten zusammen, die mit Informationen zur Ersterwähnung bis zur Stadtwerdung, Marktterminen und handelsrelevanten Punkten wie Zölle und Stapel versehen werden können. Diese Informationen werden in einer CSV-Datei gespeichert, die auf der Search-Seite zum Download bereitsteht. Viabundus wird am 19. April 2021 online zugänglich gemacht und ist ab dann für alle Interessierte zu benutzen. Viabundus wird aber ständig weiterentwickelt. So sind Schleswig und Dänemark gerade in Bearbeitung und Erweiterungen für andere Regionen Europas sind geplant. Weiterentwicklung wird auch auf technischer Ebene stattfinden. So wird unter anderem der Routeplaner erweitert, um Reisezeiten für verschiedene Reisearten zu berechnen. Zudem ist geplant, die Seewege mit aufzunehmen, die viele Hafenstädte mit der weiten Welt verbinden.